Hi, meine lieben großen Freunde, willkommen zurück zu In Nightmare. Ja, das letzte Mal mussten wir vor unseren vermeintlichen, denke ich mal, monströsen Klassenkameraden davonlaufen. Bin ich mal gespannt. Und dann sind wir hier runtergestürzt. Bin ich mal gespannt, wie es hier weitergeht. Oh, ein Zettel. Ein Brief von Mitschülern. Ein Brief von einem Mitschüler. Worte voll Freundschaft. Ist das so? Ich hab Bossi hätten wir nicht gefunden. Ohne die Fußabdrücke, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Wir haben es 17:35. Also kurz nach halb. Kurz nach muss ich aufhören. Konzeptdesign mal wieder. Verlasse den Traum des seelischen Schocks. Sag bloß, das Kapitel ist zu Ende. Ich traue mich an diesem Vieh nicht vorbei. Daher, also zu nah ran, meine ich. Daher, komme ich ihm besser nicht zu nah. Level ist wahrhaftig ein seelischer Schock. Das Kapitel. Wer das letzte Kapitel der letzten Folge gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja, wir sind durch. Hätte ich jetzt gewusst, hätte ich die letzte Folge ein bisschen länger machen können. Wenn ich gewusst hätte, dass das Kapitel da zu Ende ist. Aber gut. Ist nicht schlimm. Dann flüchten wir mal von diesem furchtbaren Ort. Da möchte keiner sein. Es speichert, das ist schön. Ist ein neuer freigeschaltet. Was ist hier? Hier können wir auch runter. Wo sollen wir erst hier lang? Ich weiß es nicht. Gehen wir erstmal hier hin. Ich dachte immer, das ist die richtige Reihenfolge, immer weiter zu laufen. Aber mal gucken. Ob das Kapitel 3 ist. Ich bin mal gespannt. Aha. Aha. Verlasse das Gebäude durch die richtige Tür. Ach du liebe Zeit. Ein Rätsel. Ein grauenhaftes Rätsel. Nein, was machst du denn? Moment. Was passiert, wenn ich hier raufgehe? Ah. Jetzt muss ich bloß mal gucken. Also im Uhrzeigersinn ist RB. Einmal. Links. Nochmal rechts. Nochmal links. Und nochmal links. Stimmt das? Nee. Aber das ist doch so mit den Zahlen. Im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn. Ach, ich glaube, ich habe es verstanden. Oh, bin ich blöd. Ja. Okay. Also. Wir müssen bei der 1 zweimal im Uhrzeigersinn, wie die zwei Zacken am Schwanz. Eins, zwei.
Dreimal dagegen. Eins, zwei, drei. Dann nochmal dreimal dagegen. Eins, zwei, drei. Einmal im Uhrzeigersinn. Und nochmal zweimal im Uhrzeigersinn. Ich weiß nicht, ob ich durch jede einzelne Tür durch muss. Also. Zweimal im Uhrzeigersinn. Rein. Aha, also doch. So. So, zweimal im Uhrzeigersinn. Jetzt müssen wir dreimal dagegen. Eins, zwei, drei. So. Den Weg folgen. Aber manchmal bin ich echt doof. So, jetzt gehen wir hier nochmal auf Y. Jetzt nochmal dreimal gegen den Uhrzeigersinn. Eins, zwei, drei. Ja, okay. Oh, manchmal bin ich auch echt doof, ey. So. Weiter geht's. Jetzt einmal im Uhrzeigersinn. Ich verstehe das Prinzip, ne? Man muss nicht nur die Pfeile beachten, sondern auch die Zacken an dem Schwanz des Drachen. Und dementsprechend oft drehen. Ja, ich weiß, du kriegst keinen Luft mehr. So. Weiter geht's. Und jetzt noch zweimal im Uhrzeigersinn. So. Eins. Zwei. Oh mein Gott, speichert's? Nö, warum noch? Ah, warum soll man speichern? Ja doch, oh schön. Oh Gott. Finde den Ausgang des Raums. Ja, da unten lang. Ist hier noch was? Dietrich. Ein noch nicht benutzter Dietrich. Erinnerung. Wir werden wieder ausgeschimpft. Oder irgendwas ist vielleicht abhanden gekommen. Wir werden dafür beschuldigt, dass wir es gewesen sind, obwohl wir es nicht waren. Ich verstehe echt nicht, wie man so mit einem Kind umgehen kann. Ich kapiere es einfach nicht. Verstehe es echt nicht. Nee. Konzept. Wir müssen hier rein. Ist hier noch was? Da links, rechts, was ist hier? Da können wir hoch. Offizieller Weg ist links. Wir gehen mal kurz hier nach oben. Ich würde gerne mal wissen, was hier ist. Ach, guck mal an. Manchmal ist es doch gut, vom Wege abzukommen. Nicht immer, aber manchmal. So. Was ist das denn hier? Was mache ich damit?
schon mal nicht nehmen. Aber jetzt das hier. Noch so eine Pippi. Juni 1975, heute ist Papa mit einer jungen Frau namens Doyle zurückgekommen. Er sagte, dass sie sich mit seiner Ausstellung kennengelernt haben. Frau Doyle ist hübsch und sehr nett zu mir. Ich mag sie sehr gern. Ich glaube, sie und Papa verstehen sie sehr gut. Mama und Papa haben sich schon lange nicht mehr so glücklich unterhalten. Trotzdem hätte ich es gern, wenn Mama wieder zurückkommt und bei uns lebt. Würdest du es bitte mal nehmen jetzt? Danke. Moment um. Platziere genügend Puppen, um das Tor zu öffnen. Okay. Finde alle 6. Okay. Vier. Hier ist noch eine. Nicht langsam, aber kann ich auch schneller rennen, nee, weil so schwer ist. Okay. Doch, ein bisschen schneller kann ich ziehen, ja. Okay. Fehlt noch eine. Wo ist die letzte? Hier, ist hier noch was anderes? Nee. Scheinbar nicht. So. Es speichert, das ist schön. Gehe zum Innenhof im Wald. Moment, Moment, das will ich haben. Auf die Gefahr, dass ich sterbe. Aber ich möchte es. Guck mal. Vaters Bankkonto. Die Familie steckt anscheinend in finanziellen Schwierigkeiten. Das ist schlecht, würde ich mal sagen. Das ist richtig schlecht. Den Mechanismus im Innenhof und aktiviere den Hauptpfad. Damit so wie die Statue drehen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, die muss uns angucken. Ich bin mir nicht sicher. Probier's mal. So richtig? Ich weiß es gar nicht. Ich bin mir da nicht so sicher. Jetzt wieder zurück. Hier sind die Füße.
Scheint richtig zu sein, ja. Okay, wenn es jetzt nochmal speichert, mache ich Schluss. Dann ist die Folge vorbei. Ich will jetzt was vorproduzieren. Okay, links lang, was ist hier? Aha. 27. Juni 1975. Heute hat mir Papa gesagt, dass Fräulein Doyle ab jetzt in unserem Haus wohnt und sich anstelle von Mama um mich kümmern wird. Ich mag sie zwar. Sie und Papa sind mit mir zum Vergnügungspark gefahren und haben mir ganz viel Süßkram und leckeres Essen gekauft. Fräulein Doyle ist hübsch und sehr nett, aber trotzdem will ich lieber, dass Mama hier bei uns lebt. Das kann man verstehen. Hier müssen wir lang. Okay, was auch wegen kurz hier groß hier ist. Scheinbar nichts im Moment. Hier ist ein Hebel. Oh, hier ist noch was. Hey, Nathan, herzlichen Glückwunsch. Deine nächste Ausstellung ist ja schon in 3 Monaten. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass dir das Geld ausgeht, weil die Leute bisher nicht so gut auf deine Arbeit angesprungen sind. Aber da die Familie deiner neuen Freundin dich ja nun unterstützt, werde ich dir auch helfen. Ich bin froh, dass du jemanden gefunden hast, der deine Arbeit zu schätzen weiß. Ich habe gehört, dass ihr nächsten Monat heiratet. Grüß deine zukünftige Frau bitte von mir. Ob sie wirklich so gut damit zurechtkommt, wie sie behauptet, ich weiß ja nicht. Was hier? Brauchen wir nicht, oder? Komm. Der Weg ist frei. Aber ob ich das möchte, ich weiß nicht. Wir kommen niemals so einfach so gut hier durch.
Ja, sorry Leute, ich habe wieder vergessen, den Ton auszumachen, wie so immer. Wie so oft. Auf jeden Fall sind wir in dem Raum hier wohl richtig. Jetzt mal nachgeguckt. Und wenn wir in diesem Raum sind, müssen wir hier irgendwie raus. Ich würde mich am liebsten nochmal umbringen. Bring mich mal um kurz. Vergesse ich den Ton anzumachen. Wie doof kann ich eigentlich sein? Es tut mir echt leid, Leute. Oh Mann, ey. So. Jetzt hier lang zu Lila, ja. So. Oh, die blöde Tür, ey. Muss ich einen Raum finden, der lila ist. Was sind wir ja gerade? So pink ist. Hier müssen wir rein. So, und jetzt? Da rein. Jetzt sind wir bei rot. So. Und da ist der Ausgang. Also manchmal bin ich euch echt zu doof. Sorry, dass ich ja keinen Ton hatte. Es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir furchtbar leid. Es speichert gerade. Eieiei. Das ist ja furchtbar. Es tut mir echt furchtbar leid. Ich bin manchmal so verdusselt. Also wirklich. Manchmal echt schon nicht mehr schön. Geh doch da nicht lang. Du darfst hier nicht hin. Es speichert. Wie schön. Was gibt's hier ein Rätsel? Erkunde das alte Herrenhaus, ja. Möchte ich das, ist die Frage. Hier gibt's lauter Masken. Das hier? Gestohlenes Portemonnaie. Ein gestohlenes Portemonnaie, das irgendwie hier gelandet ist. Erinnerung. Und natürlich werden wir wieder beschuldigt, es getan zu haben. Und ich wette, wir waren es gar nicht. Bestimmt die neue Freundin von unserem Papa. So, wir müssen bestimmt die Masken... Ach so. Ach so. Moment mal. Können wir die nehmen? Nee. Wir können die nur drehen. Die muss jedenfalls in den Kreis reingucken. Moment mal. Müssen alle in den Kreis gucken. Ach so. Jetzt verstehe ich auch den Sinn. Ah ja. Oder müssen die richtigen Reihenfolge drehen, kann das sein? Rot. Nein, ich bin doof. Der dreht sich schon mal ganz allein, der Kopf. Warte mal. Der dreht sich mit dem. Da drehen sich alle drei. Rückenschmerzen. Mit was dreht sich das Ding hier nochmal? Mit allen dreien.
Aha. Das regt jetzt Lösung und ich werde sterben, oder? Was hat das jetzt gebracht? Ach so, die haben so eine Fläschchen für uns, oder was? Na gut, dann gehen wir mal kurz weiter, weil gleich endet der Part. Kann ich irgendwie... Ja, komm, nehmen wir das noch mit. Ja. Ach, du liebe Zeit. Noch ein Rätsel. Ach Gott, das war doch so ein Zeiträtsel, oder? Oh je. Die Hunde oben links, oben rechts der Vogel. Unten links der Vampir. Aber ich muss jetzt gucken, ich habe keine Ahnung, wie der Schmarrn hier funktioniert. Jedenfalls alles falsch, was ich hier gemacht habe. Also. Nochmal zurück. Dieses Ding greift ja die Fledermaus an. Und weil dieses Ding ja von der Sicht hier die Fledermaus nicht angucken kann. Stopp. Moment. So. Dann brauche ich die Fledermaus bloß dahin zu schieben, weil wir haben da keine Zeit. So, das kommt mal weg hier. So, das kommt auch mal weg hier. Ich werde das mal so vorbereiten, dass ich, wenn die erste richtig steht, die ganz schnell daran schieben kann. Ich hoffe, das speichert, denn dann mache ich meine Pause hier. Warte, kriegen wir mal weg. Das dauert jetzt leider ein bisschen, es tut mir echt leid. Stopp. Wie mache ich das jetzt am besten? So. Müssen wir aber schnell genug sein. Keine Ahnung, warum das irgendwie nicht stimmt. So wie das Hinweis vom Bild ist, ist es total falsch. Stimmt vorne und hinten nicht. Muss ich mal kurz gucken hier. Stopp. Die Hunde kommen nämlich hier hin. Hier kommt das Ding hin. Ich habe keine Ahnung warum, also so wie es auf dem Bild ist, stimmt's nicht. Wenn ihr wisst, warum das so ist, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Ich möchte es verstehen können. So. Ich kapier's nämlich nicht. Bleib stehen, ja. Ich verstehe es nicht. Die Krähe greift den an, das stimmt. Und Hund ist aber oben.
Und diese Fledermaus ist oben. Warum? Weil der Hund greift ja nicht den hier an. Ich kapiere es nicht. Also wenn ihr es wisst, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare rein. Mich würde es mega interessieren. Ja, ich habe es nicht verstanden. So, beim nächsten Speicherpunkt mache ich aber Schluss hier. Ist hier hinten noch was? Nee. Okay, ich speichere. Was ist das denn hier? Ach, da muss auch ein Rätsel lösen. Na gut, das hat er gespeichert. Ich würde sagen, ich beende die Folge an der Stelle. Wir machen die Rätsel beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.